Ein Blick auf das Filmfestival von Venedig. Dort feierte Adagio, der neue Streifen des Italieners Stefano Sollima, Premiere. Der Kriminalfilm, unter anderem mit Pier Francesco Favino und Doni Sevillo in den Hauptrollen, ist im Wettbewerb der diesjährigen 80. Festivalausgabe. Ebenfalls am Samstag erhielt der Hongkonger Schauspieler und Sänger Tony Leung den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Internationale Anerkennung erlangte er für seine Rollen in Filmen wie In the Mood for Love und 2046 von Regisseur Wong Kar-wai. Überreicht wurde der Preis von Ang Lee, mit dem Leung 2007 das Drama Last Caution, Gefahr und Begierde, drehte. Filme und Stars gibt es in diesem Jahr auf dem roten Teppich von Venedig, aber auch politische Statements. Unter dem Motto Donna, Vita, Libertà, Frau, Leben, Freiheit bekundeten mehrere Jurymitglieder gemeinsam mit Menschenrechtsaktivisten ihre Solidarität mit den Frauen im Iran. In einer Pressemitteilung des Festivals hieß es, die Biennale unterstütze Männer und Frauen, die für ihre Freiheit und gegen die anhaltende Unterdrückung kämpften.